So, eine Runde kurz geschnackt. Diesmal steht neben mir Reinhard Grindel, DFB-Präsident. Herr Grindel, geben Sie mir einen Tipp für die Fußball-Weltmeisterschaft. Wo landen wir? Ziemlich weit, aber um bis ins Endspiel zu kommen, muss man nicht nur voll konzentriert sein, sondern auch an der einen oder anderen Stelle mal Glück haben. Kurzgeschnackt ist ja ein Format, wo wir in ziemlich kurzer Zeit, maximal 3 Minuten versuchen wir, unsere Gespräche zu führen. Videobeweis, Ihr erstes Fazit als DFB-Präsident. Wird immer besser, die Entscheidungen werden immer richtiger und damit der Fußball auch gerechter. Werden Sie das Herrn Held auch erklären können? Ich glaube, dass er ablenken wollte von eigenen Problemen und der DFB ist aber nicht der Fußabtreter der Nation, sondern in der Situation war ja auch meine Überlegung, dass es wenig Sinn macht, wenn man als Manager von Hannover 96 zustimmt bei der DFL-Versammlung, dass es in der kommenden Saison den Videoassistenten verbindlich gibt. Dann 14 Tage später, wenn man glaubt, benachteiligt zu sein, alles in Frage zu stellen, finde ich nicht ganz so glücklich. Jetzt ist im Oldenburger Land, gibt es einen Bundesligisten, der uns allen sehr nahe steht, oder den meisten Leuten hier, das ist Werder Bremen. Wann kriegt Werder Bremen wieder ein Länderspiel? Wenn wir nicht fürchten müssen, dass wir als DFB dann zu Polizeikosten herangezogen werden, deren Rechtmäßigkeit wir sehr stark in Zweifel ziehen, weil nicht der Fußballstörer ist und deswegen die Polizei da sein soll, sondern Gewalttäter. Und wenn man einen zur Rechenschaft zieht, dann die Gewalttäter und nicht der Fußball, der ein Interesse daran hat, dass Familien, dass alle Fans friedlich ins Stadion kommen. Nochmal abschließend dann, und dann haben wir schon für unsere Zeit auch fast um, Fußball-WM, was Sie sind nun Politiker, Journalist gewesen, jetzt DFB-Präsident. Was raten Sie deutschen Politikern, die vielleicht zu Ihnen kommen und sagen, soll ich denn jetzt zur WM nach Russland fahren oder nicht? Die Politiker müssen das selber entscheiden. Wir werden unseren Beitrag dafür leisten, dass sich möglichst viele unserer Fans mit russischen Fans und Menschen aus der Zivilgesellschaft treffen, weil ich glaube, dass wenn zigtausende miteinander ins Gespräch kommen, auch über so ein Turnier hinaus Kontakt halten, man sich über Werte austauscht, über Lebenserfahrungen austauscht, dass das auch zur Veränderung und zur Demokratisierung des Landes beitragen kann. Abschließend sportlich noch einmal, wenn Deutschland im Viertelfinale schon ausscheiden sollte, bleibt Jogi Löw uns als Bundestrainer erhalten? Ja. Dankeschön. Das war's. Kurz geschnackt, diesmal vom Zwischen einer Mehr mit Reinhard Grindel. Dankeschön.